Jetzt werden die ersten Achtelfinal-Tickets vergeben in den Gruppen A und B am dritten Spieltag dieser glorreichen WM. Ganz genau, und mit Ecuador gibt es gleich den ersten Besieger vom Gastgeber Katar, die auch dann noch dem großen Nachbarn von uns, den Niederlanden, einen Punkt abgetrotzt haben. Und jetzt sind sie wieder Favorit gegen den Senegal, wie sie auch schon gegen Katar Favorit gewesen sind. Wieder mit einer relativ schwachen Quote. Für mich ist die große Frage, ob Enes Valencia, der ja schon drei Kisten gemacht hat, in diesem Spiel auflaufen wird. Ansonsten würde ich nämlich sagen, haben wir hier zwei gleich starke Mannschaften und es spricht sehr, sehr viel für Unentschieden. Vor allem, weil Ecuador gezeigt hat, sie können verteidigen und der Punkt würde reichen. Ja, das war, glaube ich, eine der größeren Überraschungen auch wieder, dass Ecuador hier ein Unentschieden gegen Holland geholt hat. Das war wirklich unfassbar, unglaublich vorherzusehen. Also das, ich begreife es nicht. Aber gut, die Niederlande hat es getan. Und der Fehler wäre natürlich jetzt, davon auszugehen, dass der Ecuador hier weiter gegen Senegal auch zu Recht Favorit ist, weil die Quote ist zu niedrig, muss man sagen. Gegen welche Mannschaft der Welt außer Katar ist so eine Quote denn von Ecuador gerechtfertigt? Das läuft hier wahrscheinlich auf ein Unentschieden hinaus oder vielleicht sogar auf einen Senegal-Sieg. Aber auf die kannst du ja auch nicht wetten. Also die haben jetzt gegen Katar das gemacht, was jedes Team der Welt eigentlich hätte machen können, die besiegen, aber sie haben ein Tor kassiert, was ja absolut kein Qualitätsmerkmal ist, wenn du dir von Katar eins einschenken lässt. Ja. Und Ecuador auf der anderen Seite, die Mannschaft des Turniers bisher, Wahnsinn, aber das hat sich bereits nicht so total abwegig, weil sie in zwei Testspielen ja, wie wir schon gesagt hatten, gegen Argentinien und Brasilien jeweils ein Unentschieden geholt hatten, aber das waren auch Heimspiele damals und jetzt spielen sie irgendwo in Katar und trotzen der Niederlande auch einen Punkt ab. Und deswegen muss man eigentlich davon ausgehen, Ecuador ist unfassbar schwer zu besiegen. Und man müsste fast drauf wetten. Aber hey, so weit kommt es noch, dass man auf Ecuador gegen Senegal irgendwie wirklich Geld setzt. Also es gibt ja wirklich einige Überraschungen bisher, gerade am zweiten Spieltag in fast jeder Gruppe gab es mindestens eine Überraschung. Hier, wenn man jetzt rein wetttechnisch hingeht, dann sollte man sich auch die Tabellen Konstellation anschauen und man sieht, bei einem Unentschieden ist ja Ecuador weiter. Das heißt, wenn es kurz vor Schluss unentschieden stehen würde, dann wäre ja der Senegal dumm, wenn sie nicht alles komplett nach vorne schmeißen würden und dann ergeben sich natürlich auch wieder Konterchancen für Ecuador. Das heißt, wenn, würde ich eher auf Ecuador gehen, aber du sagst es, das ist so ein bisschen wie Freiburg in der Bundesliga. Irgendwie sind sie dann schon Favorit, aber du wärst ja blöd, wenn du auf die wetten würdest, wenn sie keine Außenseiterquote haben. Irgendwo schon, ja. Und vor allem, man muss ja nicht wetten, wenn man nicht süchtig daran ist. Man kann sich auch einfach nur Gedanken machen, wie so ein Spiel ausgeht. Und bei diesem Spiel, Radek, wie hoch gewinnt die Niederlande? Oder kommt jetzt der Katari ums Eck? Ja, jetzt ein bisschen spät, nachdem sie schon zwei Spiele verloren haben, sind die Chancen aufs Weiterkommen relativ gering, würde ich mal behaupten. Nicht unmöglich, weil auch wenn sie vier Punkte für einen Sieg bräuchten, heißt das ja nicht, dass sie das nicht irgendwie im Regelwerk noch sich nicht zugesichert haben, so als Wildcard. Egal, wie sie in der Gruppe sind, sie kommen auf jeden Fall ins Achtelfinale. Ja. Weil vielleicht die Niederländer disqualifiziert werden wegen Weedrauchens am Straßenrand in Katar. Darf man das auch nicht? Wie die das mit leichten Drogen, die anderswo total legal sind, handhaben. Du darfst da jetzt auch nicht dir ein... Du, ich weiß es nicht. Also ich könnte es mir halt vorstellen, weil die haben ja so ganz komische Regeln manchmal da. Aber ist wurscht, darum geht es ja gar nicht so wirklich. Komische Kultur. In der normalen Welt gewinnt Holland das so 4-5-0. Aber die haben ja auch gegen Ecuador sich schwer getan, gegen Senegal auch nicht so krass, aber sie verlieren zumindest nicht, würde ich mal sagen. Da lehne ich mich jetzt ein bisschen gewagt aus dem Fenster, ich weiß, aber sie kriegen auch kein Gegentor, deswegen beide treffen nein bei einer 1,65, aber auch zu niedrig. Also unmöglich hier irgendwas zu wetten, denn klar, -2 müsste drin sein. Aber ist schon sehr, sehr gewagt. Die Quote ist ein Witz, deshalb lass uns gleich zum nächsten Spiel gehen. Ich sag auch, Niederlande wird das hier 4-1 gewinnen. Mhm.
Wales gegen England, interessantes Spiel aus Nationalmannschaftssicht oder patriotischer Sicht. Nachbarn auf der gleichen Insel und natürlich ist England haushoher Favorit. Aber man hofft ja dann doch immer so ein bisschen, dass die Waliser dem großen Bruder, dem Engländer, so ein bisschen ein Bein stellen. Und auf der anderen Seite ist die Quote auf England natürlich irgendwo auch gerechtfertigt nach dem ersten Spiel. Aber ja, gegen die USA haben sie jetzt das getan, was sie mussten. Sie haben einen Punkt geholt, aber auch nicht mehr. Also Angst muss man vor England auch nicht haben, außer man heißt halt Iran. Ja, aber Wales, die haben bestimmt andere Ideen gehabt, als gegen den Iran zu verlieren. Mega geiles Spiel, hoch emotional. Ich habe wirklich mitgefiebert, dass der Iran das Ganze gewinnt und haben sie auch mehr als verdient gewonnen. Ich weiß, wo ist dein Problem? Naja, irgendwie in einem Video sagst du, wir sind alle froh, dass Saudi-Arabien dabei ist, jetzt fieberst du mit dem Iran mit, also irgendwie bist du du findest auch in den Filmen dann immer die ganzen Terroristen und Superschurken geil und hoffst halt, dass es ihnen gelingt, James Bond die Eier abzuschneiden oder was. Ja, genau, einfach das mal Däne, der da so richtig drauf geklötet hat. Ja, der war gut. Das ist ein anderer Punkt. Ich war übrigens gerade in Tschechien in Karlsbad im Casino im Grand Hotel Pub. Dort wurde der Film Casino Royale gedreht. Und hast dir einen auf die Eier geben lassen? Nee, das kann man nur, wenn man halt wirklich viel dafür bezahlt. Dann holen die den Mads Mikkelsen und der klöppelt dir dann auch so schön in die Eier. Und da hat meine Frau gesagt, nee, das machst du nicht. Das mache ich immer noch bei dir zu Hause, aber jetzt nichts mehr über mein Privatleben, sondern eher hier mit. Du hast auch Geburtstag. Mir ging es einfach nur darum, weil ich mag einfach, wenn vermeintliche Außenseiter richtig kämpfen und sich dafür belohnen, darauf stehe ich, da ist mir das relativ egal, ob ich ansonsten mit dem Land Freund bin oder nicht. In diesem Spiel hier, wo sind wir gerade? Wales, krasse Außenseiter, haben wirklich enttäuscht. Also sie hatten eigentlich keinen Stich gemacht gegen die USA, trotzdem einen Punkt geholt. Dann hat jeder gedacht, okay, jetzt legen sie sich die Iraner da zurecht. Haben sie auch nicht geschafft. Sie waren nicht mal dominant. Also der Iran hat ja sogar mehr als verdient gewonnen. Und jetzt kommt England, die wissen, sie sind eh eine Runde weiter. Das heißt, was sollen wir jetzt bei dem Spiel erwarten? Wales wird Vollgas geben. Aber dadurch, dass es dann auch noch so eine Art Derby ist, kann man, sagt man, also oder ein nachbarschaftsverfeindetes Duell oder was weiß ich, Emotionen zumindest bei den Fans sind auf jeden Fall da, glaube ich schon, dass England das gewinnt. Die Quote darauf ist eine Frechheit. Und 1,45, naja, andererseits, wenn man nur den Quervergleich mit dem Iran hat, aber es ist trotzdem immer zu gefährlich. Vielleicht gerade dann werden die Waliser 150% geben und natürlich sind wir dann alle auf Seiten der Waliser und nicht wieder auf den Seiten der Weltdiktatoren, den Engländern und so weiter. Ja. Apropos Weltdiktatoren, deine Amerikaner, wem drückst du jetzt da die Daumen? Wer ist sympathischer, Iran oder USA? Darum geht es jetzt nicht. Ich wollte jetzt nur gerade sagen, wir werden jetzt wahrscheinlich bei jedem dritten Spieltag sagen müssen, es gibt so viele Überraschungen bei der WM, da gibt es wahrscheinlich das auch am dritten Spieltag. Bei dem Spiel glaube ich nicht. USA hat mich nicht nur von den Ergebnissen so mittelmäßig überzeugt. Sie haben mich vor allem von der Spielweise überzeugt. Craig Berhalter, unser Ex-60er, der wird den Iraner richtig Feuer unterm Arsch machen. Danach können, damit du dich auch freust, die Iraner gerne irgendwelche Flaggen verbrennen. Aber in dem Fall sehe ich die USA tatsächlich doch vorne, weil das war jetzt, ich meine, das erste Spiel hat schon eher gezeigt, wo der Iran fußballerisch anzusiedeln ist. Ne? Also da brauchen wir jetzt nichts künstlich hochreden, weil sie ein Land von ein paar Menschen wie Wales jetzt besiegt haben in den letzten Minuten eines Spiels. Was die USA leider nicht geschafft hat, muss man auch dazu sagen. Ja, und deshalb wird USA aber dieses Spiel gewinnen. Das Schöne ist, unentschieden hilft USA nichts. Das heißt, sie müssen von Anfang an Gas geben. Ansonsten sind sie draußen. Ja, aber ob die das halt wissen, gell? Also das ist halt die Frage. Der Craig Burl, der hat beim Ede Geier gelernt, bei Cottbus. Okay. Dann, der weiß das. Dann würdest du sagen, 1,97 hätte in dem Fall eigentlich dann schon Value, wenn
Wenn die USA weiterhin ja, nicht verliert, zumindest wie in den ersten beiden Spielen, und das nötige Wändchen Glück beim Abschluss hat, das sie bisher nicht so gebraucht haben oder auch nicht ja, unbedingt erzwungen haben. Das stimmt, aber ich glaube jetzt, ähnlich wie Saudi-Arabien, ich glaube jetzt nicht, dass wir unbedingt wegen einem Sieg ein drittklassiges Fußballland stark reden sollten. Ja, das sagst du jetzt. Und dann drücken wir natürlich allen den Amerikanern die Daumen und sagen, die gewinnen mit einer Quote von 1,98. Und dann ja, sehen wir es schon und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Dankeschön.